Hallihallo zusammen. Ich habe jetzt meine Ergebnisse erhalten und was dabei rausgekommen ist und wie das schon wieder abgelaufen ist, das seht ihr jetzt. Ja, hallihallo zusammen. Erstmal vielen Dank, dass ihr mal wieder mein Video anguckt und bevor ich jetzt hier anfange zu sprechen, muss ich erstmal was vorher sagen. Und zwar habe ich, seitdem ich Corona hatte, so ja, Wortfindungsfehler oder wie man das auch nennt. Also mir fallen viele, viele Wörter nicht mehr ein. Wenn ich was erzähle, ich verhaspel mich auch total. Und ja, das ist irgendwie, seitdem ich Corona hatte, dass mir viele Wörter einfach nicht mehr einfallen. Deswegen im Vorab schon mal Entschuldigung, ne, wenn ich dann oft nicht, ja, das Wort finde. Ja, wie ist das jetzt gelaufen? Ich hatte ja am Dienstag den Ganzkörperscan und das CT und habe ja keine Befunde mitbekommen, sondern nur eine CD, wo ich dann bei der Frauenärztin war und die mir dann sagten, ja, die CD können Sie nicht gebrauchen, Sie müssen auf den Befund warten. Das war ja am Dienstag alles und dann habe ich gedacht, na okay, dann warte den Mittwoch nochmal ab. Dann habe ich am Donnerstag beim Frauenarzt angerufen und nachgefragt, ob die Befunde vorliegen. Und sie sagte dann, nein, liegen noch nicht vor. Dann habe ich da in dieser Radiologie angerufen und gefragt, ja, wegen den Befunden, ob der Bericht schon fertig ist. Sie sagten, ja, der Bericht ist fertig, konnte dem Arzt aber noch nicht zugeschickt werden, weil die Unterschrift eines Arztes fehlt. Na gut. Dann habe ich Freitag, weil ich ja Freitag einen Termin dann hatte beim Frauenarzt. Das heißt, Termin hatte ich nicht, aber ich musste hin, um die nächste Krankmeldung abzuholen. Also habe ich morgens angerufen und habe gefragt, ob die Befunde vorliegen. Dann sagte die Dame mir, nein, die Befunde liegen nicht vor. Dachte ich, es geht das schon wieder los, ja? Dann habe ich wieder bei der Radiologie angerufen und nachgefragt und die sagten, ja. Befund ist fertig, alles und die hatten das zugeschickt, aber anscheinend ja noch nicht einsortiert, wie auch immer. Dann hat sie gesagt, sie schickt das jetzt per Fax und dann kann ich da hin. Gut, ich bin da bei der Praxis angerufen und Bescheid gegeben, habe gesagt, okay, der Befund wird per Fax zugeschickt und dann komme ich so gegen 13 Uhr vorbei. Dann war ich um ja, 12:50 Uhr in der Praxis und sagte dann, ja, ich brauche die Krankenmeldung und ich hätte natürlich gern das Ergebnis von dem Scan, weil ich muss ja wissen, ob Metastasen sich gebildet haben, ob sie noch irgendwas anderes entdeckt haben im Körper, ja. Dann sagte sie, ja, ist okay, ich soll mich mal kurz ins Wartezimmer setzen. Und dann habe ich das getan und dann ja, dann kam eine Dame rein und sagte, ja, hier, bitte schön, Ihre Krankmeldung. Sag ich, ja, aber was ist mit dem Befund? Was ist dabei rausgekommen? Ich muss das ja wissen, ob Sie mir das sagen können. Ja, können Sie dann natürlich nicht. Ich muss erst ein Arzt drüber gucken. Und dann sollte ich eigentlich jetzt am Montag nochmal hinkommen, weil die Ärztin wohl nicht da ist. Und die ist erst Montagnachmittag wieder da. Ich sage, dann bin ich wieder ein ganzes Wochenende, wo ich wieder nicht weiß, was ist dabei rausgekommen? Also ich sage, ich fühle mich hier ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ne? Also man kriegt keine Informationen und ich drehe hier schon am Rad und hin und her. So, und die Sprechstundenhilfe sagt, okay, da es eine Gemeinschaftspraxis ist, will sie den anderen Arzt mal fragen, ob er mal auf den Befund gucken kann. Dafür muss ich aber jetzt warten, bis die Patienten, die einen Termin haben, dran waren. Also saß ich da in der Praxis. So, eine ganze Ewigkeit, es war schon dann ja 2:30 Uhr. Dann wurde die letzte Patientin reingerufen und die Sprechstundenhilfe sagte, sie gibt den Bericht gleich mit rein. Okay, so, dann ist die letzte Patientin rausgegangen und dann saß ich da immer noch und dachte so, Und irgendwie hat man das Gefühl, man sitzt und sitzt und sitzt, ja, und die Zeit kommt einem ewig vor. Man, ja, dann war es schon so, dass ich innerlich schon total fertig war, weil ich dachte, mein Gott, das dauert so lange, da ist bestimmt wieder was Negatives. Und mir ist dann wirklich schon richtig schlecht geworden. Also ich bin da schon, ich kann das Gefühl gar nicht beschreiben, ja, was in einem so vorgeht, wenn man einfach nicht weiß, ja. Naja, und dann kam der Arzt und hat mich dann mitgenommen ins Besprechungszimmer.
und hat mir dann den Befund erklärt und Gott sei Dank alles negativ. Also es sind nirgends Metastasen gefunden worden, weder im Knochen noch irgendwo im Gewebe. Also es ist alles super. Meine ganzen Knochen sind super. Fühle mich zwar nicht so, aber egal. Aber ich kann euch nicht sagen, wie erleichtert man in diesem Moment ist. Am liebsten hätte ich den Arzt umarmt und ich kann es gar nicht beschreiben. Man ist sowas von erleichtert, wenn man dann endlich eine Diagnose bekommt, dass da nichts gefunden wurde, obwohl der Krebs dann halt noch da ist, ist klar. Aber in dem Moment ist man, oh, man ist echt erleichtert. Und dieser Arzt, obwohl er nicht mein Arzt ist, muss ich wirklich mal sagen, hat sich noch die Zeit genommen, obwohl er eigentlich ja schon Feierabend hatte, weil ich war ja eigentlich gar nicht auf dem Plan, und hat gefragt, ob ich denn überhaupt über diesen Krebs und so weiter Bescheid weiß. Er hat mich dann wirklich aufgeklärt. Der Erste, der das mal gemacht hat, ja, der mir genau den Krebs so ein bisschen beschrieben hat und Heilungschancen und. Das heißt, er hat gesagt, um eine Chemo komme ich nicht drum. Also ich muss auf alle Fälle die Chemo machen. Nach der Chemo wird dann geguckt, wie groß der Tumor noch ist. Dann wird er ja operativ halt entfernt. Und dann werde ich höchstwahrscheinlich noch eine Bestrahlung bekommen. Aber wie gesagt, das ist der Erste, der wirklich mal mit mir gesprochen hat. Also so richtig gesprochen hat und in Ruhe auch gesprochen hat. Und nicht so, ja, Sie haben Krebs, baba, bum bum und tschüss. Ne? Also muss ich ehrlich sagen, war ich echt begeistert. Und er hat mir auch erklärt, dass ich ja am Dienstag, wenn ich dann zu den Onkologen gehe, da werde ich natürlich eine Besprechung haben. Und dass ich dann wohl wieder ins Krankenhaus muss, damit der Port gesetzt wird. Er sagt, es ist zwar unangenehm, aber aushaltbar. Gut, da weiß ich jetzt auch noch nicht, was mich erwartet. Das erfahre ich ja jetzt alles am Dienstag. Und ja, da muss ich mal sehen mit diesem Port. Vielleicht kann man ja auch so eine Art Dämmerschlaf haben. Muss ich mal mich erkundigen, weil ich bin ja doch schon ein Schisser. Jetzt überlege ich aber, ob ich es einfach aushalte. Weil immer wenn ich so Panik habe, dass das wehtun könnte, versuche ich mir den größten Schmerz im Kopf zu rufen, den ich je in meinem Leben hatte. Das waren tatsächlich so Gesichtsschmerzen, da ist ja so ein Gesichtsnerv. Also wenn man damit zu tun hat, dann weiß man, was Schmerzen sind, kann ich wirklich nur sagen, weil da habe ich auch den Kopf fast gegen die Wand geschlagen. Muss man so sagen, so eine Schmerzen. Aber da werde ich euch dann noch berichten. Aber erstmal wollte ich euch nur mitteilen, dass Gott sei Dank keine Metastasen gefunden sind. Und ich hoffe, dass ihr so besser beraten seid mit euren Ärzten, dass die euch besser begleiten, als das so bei mir der Fall ist. Ja, sonst gibt es erstmal nichts zu sagen. Das heißt, ich muss mal schauen, ob ich mir irgendwas notiert habe. Moment. Nee, tatsächlich nicht. Das war's für heute. Also ich hoffe, dass es euch allen gut geht und dann, wenn ihr betroffen seid, hoffe ich für euch, dass ihr besser betreut werdet, als es bei mir der Fall ist, dass ihr mehr Infos auch, wie gesagt, bekommt, wo ihr was beantragen könnt. Das ist bei mir ja, wie gesagt, nicht so gut. Ja, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, jetzt Dienstag, wie gesagt, habe ich das Gespräch beim Onkologen und da wird es ja dann auch um die Chemo gehen. Dann werde ich natürlich irgendwann, ja, hier meine Haare wohl abschneiden müssen. Ich habe mir auch zwei Perücken bestellt, die wollte ich euch dann auch nochmal zeigen. Also wenn euch das alles interessiert, was so passiert, dann folgt mir einfach. Ihr könnt mich auch unterstützen, wenn ihr möchtet. Das steht alles unten in der Box, wenn ihr dazu Lust habt. Und ja, dann würde ich sagen, das war's erstmal für heute. Ich wünsche euch ein tolles Wochenende. Bleibt stark und wir schaffen das alle gemeinsam. Okay, macht's gut. Ciao.